Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Wir würden gerne mit der Sitzung fortfahren. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 26, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Radikalenerlass, ein unrühmliches Kapitel in der Geschichte Hessens, endlich Kommission zur Aufarbeitung der Schicksale der vom Berufsverboten betroffenen Personen einrichten. Sie Drucksache 19/4409. Der Antrag der LINKEN wird aufgerufen mit Top 55, dem Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Auswirkungen des radikalen Erlasses aus dem Jahr 1972, ist die Drucksache 19/4454. Als erster Redner spricht Kollege van Ooyen von der Fraktion DIE LINKE. Vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am 28. Januar 1972, also vor 45 Jahren, gebar die Runde der Ministerpräsidenten der Länder unter Vorsitz von Bundeskanzler Willy Brandt auf Vorschlag der Innenministerkonferenz den radikalen Erlass, die Berufsverbote. Die Initiative zu dieser Demokratievernichtungsentscheidung, von der Willy Brandt später als einem schweren Fehler seiner Regierung sprach, ging von den sozialdemokratischen Bundesländern Bremen und Hamburg aus. Kommunisten, Sozialisten, Linke im Allgemeinen, Radikale des Wortes und oder der Tat sollten aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden. Der Radikalenerlass traf Postboten wie Eisenbahner, Zöllner, wie Sekretärinnen und Beamte im Bundesdienst ebenso wie Beamte in Ländern und Beschäftigte in den Kommunen. Der von Teilen der APO, der außerparlamentarischen Opposition, propagierte Marsch durch die Institutionen sollte, so die Herrschenden, in der Anpassung der Marschierenden und nicht in der Umgestaltung der Institutionen enden. Das lässt sich sicherlich an vielen exemplarischen Beispielen deutlich machen. Die Revolution integrierte einerseits ihre Kinder, zog andererseits für die Anpassungsverweigerer Grenzen. Das Eindringen von Antikapitalisten, Spontanen wie Studierten, Organisierten wie Freien, in den Staatsapparat mit der Verweigerung, sich anzupassen und stattdessen mit der Absicht, den Staat zu verändern, wurde vom Schreckensbild zum Schreckensbild Nummer eins, und der Kampf gegen Radikale wurde zur zentralen Staatsaufgabe. Besonders im Visier der Berufsverbieter in Hessen waren Lehrerinnen und Lehrer, Beschäftigte an Hochschulen im Allgemeinen und die Justiz im Speziellen. Was 1968 begann, die Befreiung der Republik vom Mief der Reaktion, sollte 1972 gewendet werden. Am Samstag, also am 28. Januar, jährt sich also dieser radikalen Erlass zum 45. Mal. Es scheint lange her, doch es ist noch nicht vorbei. Wer die Medien aufmerksam verfolgt, den lässt der Hauch des Kalten Krieges bis heute frösteln. Noch vor wenigen Jahren wurde ein Lehrer aus Heidelberg auch in Hessen wegen seiner Mitgliedschaft in einer antifaschistischen Initiative mit einem Berufsverbot belegt. Noch im Dezember durfte die Universität München zunächst einen jungen Wissenschaftler nicht als Doktoranden einstellen. Der Verfassungsschutz wurde eingeschaltet. Infolge des radikalen Erlasses kam es zu mehr als 11.000 Berufsverbotsverfahren, 2.200 Disziplinarverfahren, 1.250 Ablehnungen von Bewerberinnen und Bewerbern sowie 265 Entlassungen. 3,5 Millionen Bewerberinnen und Bewerber für den öffentlichen Dienst wurden in Form einer Regelanfrage vom Verfassungsschutz auf ihre politische Zuverlässigkeit geprüft. Ihnen wurde vorgeworfen, dass Sie nicht die nötige Gewähr dafür böten, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten. Dabei wurde ignoriert, dass Sie Ihren Amtszeit nicht auf die Marktwirtschaft, eine bestimmte Politik oder Regierung ableisten, sondern auf die Verfassung. Und diese lässt ein weites Spektrum verschiedener Meinungen zu. Nehmen Sie nur die hessische Verfassung, in der sozialistische Vorstellung ein wesentliches Fundament bildet. Keinem der Betroffenen konnte vor Gericht jemals eine konkrete Verfehlung nachgewiesen werden. Trotzdem haben sich die Behörden bei keinem von ihnen jemals entschuldigt, und niemand ist offiziell rehabilitiert worden. Und noch schlimmer,
Der Radikalenerlass hat weit über den Kreis der Betroffenen hinaus Angst und Duckmäusertum geschürt. Politische Arbeit wurde kriminalisiert, und die Auswirkungen sind bis heute spürbar. Viele der Betroffenen haben sich über Jahre hinweg gegenüber das ihnen drohende oder gegen sie verhängte Berufsverbot gewehrt. Sie haben mit ihrem Einsatz für die Grundrechte, für Meinungs- und Organisationsfreiheit viel für die Demokratie getan. Ich bin dankbar für Ihren Mut und Ihr Durchhaltevermögen. Die Geschichte der Berufsverbote ist bis heute, wie gesagt, nicht aufgearbeitet. Deshalb hat unter anderem die Hessische GEW damit begonnen, sich kritisch mit den Berufsverboten und den Unvereinbarkeitsbeschlüssen in den eigenen Reihen auseinanderzusetzen. In einem aktuellen Beschluss bittet die GEW Hessen die in den 70er Jahren ausgeschlossenen Mitglieder um Entschuldigung und erklärt die Ausschüsse für nichtig. In den letzten Wochen hat sich in Hessen darüber hinaus ein Bündnis Berufsverbote Hessen gegründet, in dem die GEW, Verdi, die IG Metall, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und weitere Organisationen und Betroffene zusammenarbeiten. Zu den Zielen gehören vor allem die Rehabilitierung und Entschädigung der Betroffenen sowie die Herausgabe und Löschung der über sie im Verfassungsschutz gespeicherten Daten. Deshalb ist der Kampf gegen Berufsverbote ein Eintreten für demokratische Verfahren und Inhalte insgesamt und ein Thema, dessen Diskussion eine breite Öffentlichkeit verdient. Besonders bitter ist es, daran zu erinnern, dass zu den ersten Berufsverbotsopfern Kinder von Widerstandskämpfern gegen den Faschismus gehörten. Die Töchter von Widerstandskämpfern wie Doris Fisch, Anne Kahn und Sylvia Gingold, die Tochter des jüdischen Widerstandskämpfers in der französischen Résistance Peter Gingold, wurden in Hessen mit Berufsverboten belegt. Am 12. Januar in diesem Jahr fand beim Wiesbadener Verwaltungsgericht der Prozess von Sylvia Gingold gegen das Land Hessen statt. Sylvia Gingold hatte beantragt, dass sie ist inzwischen Rentnerin, nicht weiterhin vom Verfassungsschutz beobachtet und die gesammelten Akten gelöscht werden. In den Akten wird ihr der Vorwurf gemacht, dass sie in Veranstaltungen aus der Biografie ihres Vaters, des Antifaschisten, wie gesagt, Peter Gingold, vorgelesen habe, Reden zum Ostermarsch gehalten habe und sich an dem Schwur von Buchenwald orientierte. Der Schwur lautet: Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht. Die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Das sind wir unseren gemordeten Kameraden und ihren Angehörigen schuldig. Soweit der Schwur von Buchenwald. Der Vorwurf des Verfassungsschutzes in den Akten lautet, dass sich Sylvia Gingold nicht mit der Vernichtung des Faschismus begnügen würde, sondern auch dessen Wurzel vernichtet werden solle, als Ablehnung der kapitalistischen freiheitlich-demokratischen Grundordnung interpretiert wird. Folglich handelt es sich dabei nicht mehr um die Konformität mit dem Grundgesetz. Der Verfassungsschutzbehörde geht es nicht um die Rechtsgrundlagen und Normensysteme, sondern um Treue zum Staat und damit zu den Machtverhältnissen. Die vom Verfassungsgericht verordnete Einzelfallprüfung in diesen Fällen endete in der Regelanfrage beim Verfassungsschutz. Und bei dem Recht, angehört zu werden, blieb es. Dieses vermeintliche Recht als Schutz vor Willkür wurde allerdings zum Instrument der Willkür, zur Einrichtung der Inquisition. Deutschland hat die französische und englische Sprache bereichert. Berufsverbot und Radikalenerlass waren nicht übersetzbar. In keinem anderen europäischen Land, in keiner anderen europäischen Sprache gilt radikal als Vorwurf oder Schimpfwort. Im Grunde verbindet man mit dem Begriff radikal Mut und Klarheit. Radikal denken und radikal handeln, wie es Marx sich selbst und anderen abforderte, heißt, alles von der Wurzel her zu denken und entsprechend zu handeln. Nach über 45 Jahren ist keine staatliche Entschuldigung an die Opfer der Berufsverbote erfolgt, weder an die Bespitzelten, an die Eingeschüchterten und Erschrockenen, noch an die, deren berufliche Entwicklungswege verbaut wurden.
ganz zu schweigen von denen, die aus Angst um ihre berufliche Möglichkeit auf ihre freie Meinungsäußerung und freie Entfaltung verzichtet haben. Es soll verdrängt werden, dass über die Republik Wellen der Einschüchterung und der Verfolgung hinwegrollten. Nach dem KPD-Verbot gab es tausende Kommunistenprozesse und eine Säuberung des öffentlichen Dienstes. Nach der 68er-Revolution kam die reaktionäre Wende mit den Berufsverboten. Und nach der deutschen Einheit wurde der Elitewechsel Ost zur Staatsräson. Stets sollte der Staatsapparat veränderungsfrei gehalten werden. Stets aber gab es auch Solidarität mit den Betroffenen, neuen Widerstand und einen neuen Anlauf zur Veränderung. Bis heute. Die europäischen Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichts in Straßburg schafften die Berufsverbote 1992 endlich ab und trugen zur Wiederherstellung von Recht entschieden bei. Das Bündnis Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Ja, ich komme zum Schluss. Das Berufsverbot Hessen hat mit einer Ausstellung, die bereits im November im Frankfurter Gewerkschaftshaus gezeigt wurde, ein Zeichen für die Rehabilitierung der Betroffenen gesetzt. Diese Ausstellung wird in allen hessischen Gewerkschaftshäusern und in den Universitäten, aber auch im Marburger Rathaus in den nächsten Wochen zu sehen sein. Deshalb, so meinen wir, sollte mit der historischen Aufarbeitung jetzt endlich begonnen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege van Ooyen. Als nächster Redner spricht schon Kollege Heinz von der CDU-Fraktion. Bitte, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Fraktion DIE LINKE hat uns heute pünktlich zum 45. Jahrestag des sogenannten radikalen Erlasses diesen Setzpunkt beschert. Es geht hier im Kern um eine Bewertung von Regierungshandel in Hessen und in der damaligen Bundesrepublik in den Jahren 1972 bis 1979. Um das Ganze richtig einordnen zu können, zunächst die Frage, was war das für eine Zeit seinerzeit? Die Rote Armee-Fraktion bedrohte die innere Sicherheit in unserem Land, und zwei radikale Parteien forderten die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland heraus. Dies waren zum einen die DKP. Sie wurde 1968 als Nachfolgeorganisation der verbotenen KPD gegründet und hatte einige 10.000 Mitglieder. Diese neue linksextreme Partei wurde aus Ostberlin finanziert und bekämpfte den freiheitlichen Verfassungsstaat Bundesrepublik Deutschland. Zum anderen war das aber auch die rechtsextreme NPD. Ihr gelang in den späten 60er Jahren der Einzug in zahlreiche Landtage, leider auch in diesen, in unseren Landtag. Aber rückblickend kann man sagen, zum Glück blieb es nur eine Episode einer Wahlperiode. Die damals erst 23 Jahre junge Bundesrepublik wurde also von links und auch von rechtsextremen Kräften bedroht. Wie kam es dann nun zum sogenannten radikalen Erlass? Welche rechtliche Bedeutung hat er überhaupt? Was ist denn ein Erlass? Ich finde, man sollte etwas grundlegender anfangen. Wichtig für diese rechtliche Einordnung ist zunächst, dass mit einem Erlass lediglich die Voraussetzung für eine einheitliche Anwendung schon bestehenden Rechts damals geschaffen wurde. So war es nämlich auch hier. Auf Initiative des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt vereinbarten seinerzeit der Bund und die Länder eine einheitliche Vorgehensweise bei der Überprüfung der Verfassungstreue von Beamten und auch von Bewerbern für ein Beamtenverhältnis. Und zu dieser Handhabung, die seinerzeit vereinbart wurde, gehörte auch die sogenannte Regelanfrage. Das heißt, bei allen Bewerbern wurde damals für ein Beamtenverhältnis erfolgte eine Abfrage beim Verfassungsschutz. Man hat dort nachgefragt, ob Erkenntnisse über verfassungsfeindliche Bestrebungen vorliegen. Heute können wir feststellen, dieses Verfahren wird so seit 1979 in Hessen nicht mehr angewandt. Aus dieser Feststellung verbietet sich aus meiner Sicht aber, voreilige Schlüsse zu ziehen. Wichtig ist hier zunächst festzuhalten, was verlangen wir eigentlich von unseren Beamtinnen und von Beamten. Und die Antwort lautet, sie müssen jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Und eine materielle Änderung dieser Anforderung ist zu keiner Zeit erfolgt. Diese Verpflichtung galt im Jahr der Gründung der Bundesrepublik 1949. Diese Verpflichtung galt 1972, als der sogenannte Radikalenerlass kam und diese Verpflichtung präzisiert hat. Diese Verpflichtung gilt heute, und sie muss auch in Zukunft gelten, aus unserer Sicht. Applaus
denn richtig war doch, richtig ist und richtig bleibt auch, dass der, der gegen diesen Staat ist und ihn bekämpft, nicht diesem Staat dienen kann als Beamter. Der damalige sozialdemokratische Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Heinz Kühn, hat es seinerzeit so ausgedrückt. Ulrike Meinhof als Lehrerin oder Andreas Bader als Polizist, das geht nicht. Recht hat er. Denn eine, hören Sie lieber mal zu. Denn eine Lehre aus Weimar, meine Damen und Herren, und dem Faschismus war doch, dass die Bundesrepublik Deutschland sich dazu entschlossen hat, die sogenannte wehrhafte Demokratie einzuführen. Und wehrhafte Demokratie bedeutet eben keine Freiheit für Feinde der Freiheit. Und daher ist die Überprüfung der Verfassungstreue von Beamten zu jeder Zeit richtig und geboten. Wie dies im Detail erfolgt, ist im Lichte der jeweiligen Umstände und der akuten Bedrohungslage durch Extremisten zu beurteilen. Heute haben wir zur Kenntnis zu nehmen, dass Hessen 1979 jedenfalls seine Praxis dann wieder geändert hat. Dennoch taugen der Wir könnten viel miteinander besprechen. Interessieren würde mich z.B. auch aus Ihrer Rede, was Sie eigentlich mit dem Elitenwechsel Ost meinen. Vielleicht fragt man auch besser nicht nach. Da kommen wahrscheinlich Dinge zutage, die uns hier eine Extrarunde noch bescheren würden. Der radikalen Erlass, meine Damen und Herren, und die Regelanfrage taugen aber nicht zur Legendenbildung. Das ist ganz wichtig. Wir werden es jedenfalls nicht zulassen, dass sämtliche Personen, die aufgrund extremistischer Aktivitäten nicht in den öffentlichen Dienst gelangen konnten, nachträglich hier zu Opfern stilisiert werden. Wir werden es auch nicht zulassen, dass die Überprüfung der Verfassungstreue von Beamten infrage gestellt wird. Zugleich, wir betrachten es differenziert, nicht so pauschal wie Sie, zugleich verhehlen wir auch nicht, dass insbesondere in den 70er Jahren es auch zu rechtswidrigen Entscheidungen, hör doch mal zu, dass es auch zu rechtswidrigen Entscheidungen gekommen ist. Gegen jede dieser Entscheidungen, und das unterscheidet eben den freiheitlichen Staat vom unfreien Staat, gegen jede dieser Entscheidungen stand der Rechtsweg offen, und wo dies geboten war, haben Gerichte diese Entscheidungen auch korrigiert. Und dem Grunde nach, möchte ich aber betonen, hat seinerzeit das Bundesverfassungsgericht die Bedenken gegen die Praxis in einer Entscheidung aus dem Jahr 1979 verworfen. Das gilt es ja auch festzuhalten. Wenn wir allerdings heute dann Schlüsse aus der Vergangenheit ziehen, dann gilt allen voran erst einmal, dass Verfassungstreue der Beamten wichtiger ist als denn je. Wieder steht nämlich unser Staat unter großen Herausforderungen. Rechtsextreme, Reichsbürger, Islamisten und auch Linksextremisten bedrohen weiterhin das Leben in unserem freiheitlichen Staat. Daher rate ich uns allen zu einer gewissen Vorsicht bei einer allzu pauschalen Kritik an der Rechtsanwendung in den 70er Jahren. Das Land Hessen und auch die Bundesrepublik Deutschland wurden 1972 nicht zu einem Unrechtsstaat, wie Sie das versuchen, hier herzustellen. Im Gegenteil. Damals, in Zeiten großer Bedrohung durch einen aggressiven kommunistischen Block, hat sich der freie westdeutsche Staat in einer sehr schwierigen Phase behauptet. Alles andere wäre eine Geschichtsklitterung. Zusammenfassend kann ich daher festhalten, unser Staat ist auf die Verfassungstreue seiner Beamten angewiesen, gestern, heute und morgen. Er kann und muss diese Verfassungstreue von den Beamten einfordern. Für eine Legendenbildung und eine pauschale Opferrolle von Mitgliedern extremistischer Vereinigungen und Parteien zu damaliger Zeit besteht keinerlei Anlass. Und drittens, auch heute müssen wir sehr genau darauf achten, dass unser demokratisches Gemeinwesen wehrhaft bleibt und wer diesem Staat als Beamter dienen darf. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Heinz. Als nächste Rednerin spricht nun Kollegin Hofmann von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der sogenannte Radikalenerlass und dessen Umsetzung und Folgen gehören zu den dunkelsten Kapiteln der hessischen Geschichte. Und deshalb muss ich auch ganz offen sagen, Herr Heinz, hat der Duktus Ihrer Rede mir überhaupt nicht gefallen. Und er war in der Sache auch unangemessen. Zu den Fakten des Entstehens des radikalen Erlasses ist von den Vorrednern schon einiges gesagt worden, dass 1972 im Zuge der Ministerpräsidentenkonferenz unter Willy Brandt der radikalen Erlass zur Abwehr angeblicher Verfassungsfeinde, die sich vermeintlich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet haben,
dass gegen diese Personen vorgegangen worden ist und dass diese auch im Zweifel oder im Einzelfall aus dem öffentlichen Dienst entfernt bzw. entlassen worden sind. Und da steht überhaupt nicht in Frage, auch heute, ich glaube, daran übt hier auch gar keiner Zweifel, dass selbstverständlich Beamte sich auf dem Boden des Grundgesetzes, auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht nur bewegen müssen, sondern diese auch verinnerlichen und akzeptieren müssen. Das ist in diesem Hause aus meiner Sicht völlig unstrittig, und das ist auch gut so. Die Dimension wird bestritten, bedauerlich. Die Dimension dieses Erlasses und dessen Auswirkungen ist ja anhand einiger Zahlen schon dokumentiert worden. Ich will noch einmal zwei nennen, damit man auch den Umfang der Auswirkungen dieses Erlasses noch einmal verinnerlicht. Mit dieser Regelanfrage, die es damals gab, sind 3,5 Millionen Bewerberinnen und Bewerber systematisch eben regelhaft vom Verfassungsschutz auf ihre politische Zuverlässigkeit hin überprüft worden. Das hat einen riesigen bürokratischen auch Rattenschwanz nach sich gezogen. Es gab zu 11.000 offiziellen Berufsverbotsverfahren, 2.200 Disziplinarverfahren, entsprechend 1.250 Ablehnungen von Bewerbungen und 265 Entlassungen. Mit diesem Begriff der Verfassungsfeindlichkeit ist man entsprechenden Organisationen, auch Einzelpersonen, richtig auf den Leib gerückt. Und ich kann Ihnen sagen, wenn man sich dann auch historisch jetzt noch einmal vertieft, Einzelschicksale nachliest, wenn man auch noch mit Zeitzeugen redet, dann schaudert es einem wirklich. Und Einzelschicksale, die dort geschildert sind, deren Existenz zum Teil dadurch auch vernichtet worden sind, nicht nur die berufliche Existenz, da kann ich Ihnen nur sagen, meine Damen und Herren, das lässt einen nicht kalt. Und eins gehört auch zur Wahrheit dazu, darauf komme ich noch, Herr Kollege. Eins gehört auch zur Wahrheit dazu, dass selbstverständlich faktisch dieser radikalen Erlass überwiegend Aktive des linken Spektrums betroffen hat. Und dieser radikalen Erlass hat auch bezeichnenderweise in Anführungsstrichen nicht etwa, wie man vermuten könnte, zu einer einheitlichen etwa Vollzugspraxis geführt. Nein, im Gegenteil, es gab eine unterschiedliche Vollzugspraxis in den Ländern. Es kam wirklich darauf an, in welchem Bundesland man sozusagen sich beworben hatte, um Beamter zu werden. Und je nachdem, in welchem Bundesland man war, konnte man durchrutschen oder man hat halt eben zu den falschen Freunden gehört. Man hat zu einer antifaschistischen Bewegung gehört, das hat schon gereicht. Oder wenn man auf einer Demonstration eine rote Flagge geschwenkt hat, das hat manchmal schon gereicht, um sozusagen ins Visier der Beobachter zu kommen und entsprechenden peinlichen Nachfragen ausgesetzt zu sein, meine Damen und Herren. Es folgten für die Betroffenen Diskriminierungen, oft haltlose Verdächtigungen, das Berufsverbot dann im schlimmsten Fall. Und Herr Heinz, weil Sie das so nonchalant als Jurist angesprochen haben, so nach dem Motto, jedem habe ja der Rechtsweg offen gestanden. Für viele hat das langwierige Gerichtsverfahren nach sich gezogen. Ich darf hier einmal das Beispiel des Lehrers Klaus Lips erwähnen, der dann sich durch die Instanzen klagen durfte. Und eigentlich, Sie als Jurist müssten am genauesten wissen, was es für den Einzelnen bedeuten kann, wenn er sich durch die Instanzen klagen muss. Das kann ganz schön verheerend sein. Und auch in Hessen waren 130 Personen von dem sogenannten radikalen Erlass unmittelbar betroffen. Und es ist angesprochen worden, und da können wir auch sehr dankbar sein, dass zu der damaligen Zeit, was ja noch gar nicht so üblich war, dann der Europäische Gerichtshof 1995 entsprechend die Berufsverbotepraxis in der Bundesrepublik Deutschland, der einen Riegel vorgeschoben hat, sehr wohlwollend, dass der Europäische Gerichtshof schon zum damaligen Zeitpunkt auch eine entsprechende weitreichende und zukunftsweisende Rechtsprechung getätigt hat, meine Damen und Herren. Ich möchte auch ganz klar Stellung nehmen zu dem Antrag von Bündnis 90 die Grünen und der CDU. Da muss ich Ihnen ganz klar sagen, dieser Antrag ist dünn, er ist wachsweich. Denn in diesem Antrag wird nur ein Bedauern kundgetan.
Es kommt nicht die Forderung auf, dass man das Ganze aufarbeiten müsse. Weil das ist ja genau der Punkt, dass man eben hier nicht pauschalieren darf, was Sie auch gesagt haben, Herr Heinz, sondern dass man sich genau mal auch wirklich die Praxis anschauen muss. Dazu gehört aber in der Tat Aufklärung, Aufarbeitung. Und auch in Ihrem Antrag fehlt vielfältig die Konsequenzen, die wir daraus zu ziehen haben. Also ich kann Ihnen nur für die SPD-Landtagsfraktion sagen, dass Ihr Antrag von Bündnis 90 die Grünen, CDU enttäuschend und dünn ist. Wir hätten uns da mehr erwartet von Ihnen. Auch angesichts der Tatsache, meine Damen und Herren, dass erst im Frau Kollegin, lassen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Bellino zu. Ich wollte gerade darauf kommen. Wir werden dem Antrag der LINKEN zustimmen. Und ich darf daran erinnern, dass in Niedersachsen im letzten Jahr erst ein Antrag, gemeinsamer Antrag von Rot und Grün, gemeinsam nämlich in dem Ziele des Inhaltes des Antrags der LINKEN verabschiedet worden ist. Da hatten die Grünen die Stärke, Aufarbeitung auch wirklich zu fordern. Und diese Stärke und Größe zeigen Sie hier in Hessen nicht. Und das ist eine große Enttäuschung, dass Sie in Niedersachsen gemeinsam mit uns bereit sind, weiterzugehen und hier einen schmallippigen Antrag gerade mal mit der CDU verabschieden können. Das ist wirklich enttäuschend, meine Damen und Herren. Und ich möchte einen weiteren für uns wichtigen Punkt benennen. Man kann sich jetzt trefflich darüber streiten, ob man wie in Niedersachsen, wie von den Kollegen dort selber der SPD gefordert, einen Beauftragten einsetzt oder wie hier in dem Antrag vorgesehen eine Kommission einsetzt, die natürlich dann auf breiteren Schultern getragen, auch durch zivilgesellschaftliche Gruppen mit einer Kommission das Geschehene aufbereitet. Da sagen wir, das ist ein guter Weg, vor allen Dingen auch der Ansatz, dass die Ergebnisse öffentlich dargestellt und in die weitere politische Arbeit mit einbezogen werden sollen. Das finden wir einen ganz zentralen Punkt, meine Damen und Herren. Und Herr Bellino, weil Sie eben auf Altbundeskanzler Willy Brandt angespielt haben. In der Tat, Willy Brandt hat später eingeräumt, dass er einen Fehler gemacht hat. Willy Brandt hatte die Größe, einen Fehler nicht nur zuzugeben, sondern sich auch zu entschuldigen. Er ist ein gutes Beispiel für eine souveräne Politik, die ich in diesen Reihen, in diesem Hause oft vermisse. Und deshalb ist es wichtig, dass endlich eine umfassende Aufarbeitung erfolgt. Ich will hier aber noch einmal ganz klar auch unterstreichen, dass der Hessische Landtag sich bereits im Jahre 2012 mit diesem unrühmlichen Kapitel in der Geschichte Hessens auseinandergesetzt und beschäftigt hat. Dafür bin ich sehr dankbar. Aber die Aufarbeitung des Passierten, die steht noch aus. Und ich darf mit einem Zitat des Autoren Renzi schließen, der einmal gesagt hat, wer die Fehler der Vergangenheit in der Gegenwart nicht analysiert und korrigiert, muss sich nicht wundern, wenn ihn die Vergangenheit in der Zukunft einholt. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Kollegin Hofmann. Als nächster Redner spricht nun Kollege May von Bündnis 90 Die Grünen. Bitte, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, dass das, was wir eben gerade gehört haben, eine unnötige Schärfe in die Debatte reingebracht hat. Ich glaube, dass wir dem Thema eher, dass wir dem Thema eher gerecht werden mit einer nachdenklichen Tonlage. Und das, was Sie dem Kollegen Heinz da vorgeworfen haben, kann ich so nicht nachvollziehen. Ich glaube, wenn man die Dinge historisch einordnet, heißt das nicht, dass man sich mit den Beweggründen, die damals Politikerinnen und Politiker zu einer Entscheidung gebracht haben, dass man sich mit denen gemein macht, sondern es ist einfach wichtig, das einzuordnen und zu sagen, woher kommt das denn, um die Geschichte verstehen zu können. Und deswegen haben wir das auch aufgeführt.
haben wir in unserem Antrag auch dargestellt, dass die junge Bundesrepublik sich eben vom Terrorismus und vom Extremismus herausgefordert sah. Einzug von Rechtsradikalen in den Landtag von Baden-Württemberg, die Bomben der Roten Armee-Fraktion, nur beispielhaft genannt, waren die Hintergründe dafür, dass Politik zu dieser Entscheidung kam. Und natürlich ist es im Nachhinein leichter zu erklären, was vermessen war und was man hätte anders machen sollen. Aber wenn man Geschichte verstehen will, dann muss man doch eben auch auf die Beweggründe der handelnden Personen eingehen. Die Beweggründe waren eben nämlich die von Terrorismus und Extremismus bedrohte junge Demokratie verteidigen zu wollen. Die junge Demokratie verteidigen zu wollen, glaube ich, ist ein ehrenwertes Motiv. Aber es ändert ja nichts an der Tatsache, und das sehen Sie auch in dem von uns vorgelegten Antrag, dass man natürlich in der Bewertung der dann daraus folgenden Sachverhalte zu einer ganz anderen Schlussfolgerung kommen kann. Und unser Resümee über die durch den radikalen Erlass herangezogenen Maßnahmen fällt da auch ganz anders aus. Denn das hat auch der Kollege Heinz vollkommen zutreffend berichtet. Ich sehe dort ehrlich gesagt nicht Ihren Angriffspunkt. Etliche Betroffene konnten auf dem Rechtsweg erstreiten, dass die zunächst vorgenommene Bewertung, dass sie für den Staatsdienst nicht geeignet waren, als falsch gewertet wurden. Viele Bürgerinnen und Bürger, die also durchaus für den Staatsdienst geeignet gewesen wären, wurden zu Unrecht benachteiligt. Das ist hier vollkommen zutreffend ausgeführt worden. Und daher sagen wir GRÜNE ganz klar, wir bedauern die erlittenen ungerechtfertigten Benachteiligungen der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land zutiefst. Und Sie sind ja schon darauf eingegangen, dass zu dieser Bewertung auch die damals handelnden Politiker dann im Nachhinein gekommen sind. Sie haben das Zitat von Willy Brandt, der das einen großen Fehler genannt hat, gebracht. Helmut Schmidt hat gesagt, man habe mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und um das eben im Einzelfall auch ganz klar zu sagen, dies verursachte erhebliche Brüche in den Erwerbsbiografien von Menschen. Es wurde vielen Menschen viel Leid zugemutet. Und daher ist es auch richtig und, ich glaube, vollkommen angemessen, dass wir als Landtag heute gegenüber diesen zu Unrecht Benachteiligten beschließen. Wir bedauern diese ungerechtfertigten Benachteiligungen gegenüber euch zutiefst. Und ich finde, dass man an dieser Stelle auch sagen kann, dass das, was wir historisch einordnen, aber trotzdem nicht zu solchen Schlussfolgerungen folgen darf, wie sie vom Redner der Linkspartei durchaus verfolgt wurden, nämlich, dass es kein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Staatsbediensteten und Staat geben bräuchte, dass der Staat kein besonderes Treueverhältnis verlangen dürfe. Das sehen wir anders. Ich finde, wir finden, dass der Staat sich schon versichern darf, dass seine Bediensteten fest zum Grundgesetz und zur Verfassung stehen. Ich finde es auch folgerichtig, dass diejenigen, die sich anschicken, ein Amt zu bekleiden, einen Eid schwören müssen, die Verfassung und das Grundgesetz zu verteidigen. Und ich finde es auch richtig, dass der Staat eine Handhabe hat, um beispielsweise gegen Beamte vorzugehen, die öffentlich das Gedenken an den Holocaust herabwürdigen oder gar diesen leugnen. Und es ist auch richtig, dass jemand, der die Diktatur des Proletariats anstrebt, nicht Bediensteter dieses Landes sein darf. Und es ist auch vollkommen, es ist genauso darauf eingegangen worden vom Kollegen Heinz, das Beispiel der Weimarer Republik. In der Weimarer Republik, die wurde genannt, eine Demokratie ohne Demokraten, war ja gerade das Problem, dass in den Schaltstellen der Verwaltung, in den Gerichten eben Personen saßen, die eben sich nicht zur Demokratie bekannten. Und deswegen legen wir so einen besonderen Anspruch an unsere Bediensteten. Und ich finde das auch weiterhin richtig so. Aber man muss natürlich auch klar sagen, diese Kriterien müssen hart und eindeutig sein. Das war bei dem radikalen Erlass nicht gegeben, sondern das war sogar teilweise sehr weit davon entfernt. Und wie auch bereits festgestellt, wurden Menschen zu Unrecht aufgrund dessen nicht eingestellt oder aus dem Dienst entfernt.
Und gerade diese Unverhältnismäßigkeit hat dazu geführt, dass die Landesregierung bereits seit 1979 auf die Regelabfrage beim Verfassungsschutz verzichtet. Und es sind auch keine politischen Bestrebungen bekannt, das wieder zu ändern. Und wir haben anstattdessen eine andere Praxis. Es muss seitdem einen konkreten Anlass geben, einen konkreten Bezug zu Amt und Person, die eine Überprüfung auslösen. Und von daher kann man das auch nicht unwidersprochen stehen lassen, wenn Herr van Ooyen sagt, es ist noch nicht vorbei. Also das muss man einfach an dieser Stelle sagen. Und es geht Ihnen ja auch um etwas ganz anderes, nämlich Sie wollen ja gar keine Überprüfung mehr. Sie wollen auch keinen Verfassungsschutz mehr, wie Sie heute Morgen ja mehrfach ausgeführt haben. Und ich will hier ganz klar sagen, dass diese jetzige Praxis, anlassbezogen zu prüfen, mitnichten mit den historischen Vorgängen, um den sogenannten radikalen Erlass zu vergleichen ist, und dass wir auch Instrumente für den Staat brauchen, dass unsere Demokratie wehrhaft ist. Und mit dem, was Sie verfolgen, und ich gehe da auch gleich noch einmal auf Ihre Worte ein, verliert der Staat seine Handhabe auch gegen Rechtsradikale im Staatsdienst. Und ich muss schon sagen, es hat mich wirklich maßlos geärgert, wie Sie hier an dem Begriff radikal herumgeschraubt haben und das geradezu verklärt haben. Das wäre etwas besonders Herausragendes, etwas Auszeichnendes. Also, wenn das die neue Haltung zu Rechtsradikalen ist der Linksfraktion, dann weiß ich nicht mehr. Es ist ja auch sehr deutlich geworden, warum Sie das so formulieren, immer wieder. Es kam ja auch mit Ansage. Sie haben ja heute in weiten Teilen eine Rede wieder vorgelesen, wie Sie auch vor 5 Jahren vorgelesen haben. Das macht es für den Redner natürlich sehr einfach, irgendwie das zu verfolgen. Und wir wissen natürlich auch, warum Sie das machen, weil Sie damit den Radikalen in der eigenen Partei einen Gefallen tun wollen, weil die Linkspartei zumindest in Teilen hier noch Klärungsbedarf hat. Und von daher finde ich solche Begriffe wie Elitenwechsel Ost doch deutlich verfehlt. Ich finde das deutlich verfehlt, wenn Sie hier einordnen, es ist noch nicht vorbei, und dann davon sprechen, dass politische Arbeit kriminalisiert würde. Ich finde, dass das der historischen Debatte nicht gerecht wird. Sie tun damit auch denjenigen, bei denen, die uns heute entschuldigen, keinen Gefallen, um das ganz klar zu sagen. Und von daher haben wir trotz dieser wirklich falschen Implikationen, die Sie vorgenommen haben, die Debatte heute genutzt, um die Dinge auseinanderzuordnen, dass die Dinge richtig eingeordnet werden. Ich glaube, es ist überhaupt kein Widerspruch zu sagen, dass wir eine wehrhafte Demokratie brauchen, dass das Verhältnis zwischen Staatsbediensteten und Staat ein besonderes ist, und dass wir aber auf der anderen Seite eben auch aus der Geschichte lernen und dass wir deswegen auch heute gegen den vielen Menschen, die zu Unrecht benachteiligt wurden, durch den Radikalen Erlass benachteiligt wurden und dadurch erhebliche Benachteiligungen erfahren haben, dass wir denen unser aufrichtiges Bedauern zum Ausdruck bringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege May. Zur Geschäftsordnung hat sich Kollege Schaus von den Linken zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege. Frau Präsidentin, mir ist aufgefallen, dass in der gesamten Diskussion bisher die zuständige Justizministerin nicht anwesend ist. Der Antrag von uns geht in den RTA, also ist die Zuständigkeit hier klar gegeben. Und ich bitte, die Sitzung so lange zu unterbrechen, bis die Justizministerin eingetroffen ist. Herr Kollege, darf ich Sie darauf hinweisen, dass an uns die Nachricht ergangen ist, dass Herr Bellino zuerst? Dann lasse ich Sie zuerst, bevor ich die Erklärungen abgebe. Ich darf feststellen, dass der Innenminister präsent ist. Ich gehe davon aus, dass der Innenminister auch das Wort ergreifen wird. Im Übrigen ist die Regierung vertreten.
Insofern sehe ich keinen Grund, zu diesem Zeitpunkt das anzuhalten. Ich darf darauf hinweisen, dass ein Antrag der CDU-Fraktion mit Bündnis 90 Die Grünen eingereicht wurde, in dem vorgesehen ist, dass dieser Antrag im Innenausschuss federführend und im RTR begleitend beraten wird. Insofern gibt es keinen Grund, die Sitzung jetzt anzuhalten. Vielen Dank, Herr Bellino. Das war genau das, was ich auch eben Herrn Kollegen Schaus mitteilen wollte. Insofern gibt es da auch eine unterschiedliche Sichtweise, was die beiden Anträge angeht. Auf jeden Fall, der Antrag von CDU und Bündnis 90 Die Grünen geht in den Innenausschuss und mitberaten ist der RTA. Deshalb kann der Minister, der für diesen Bereich zuständig ist, natürlich auch dazu sprechen. So, ich rufe jetzt auf den Kollegen Rentsch von der FDP-Fraktion. Er ist der nächste Redner. Bitte schön. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will jetzt nicht hier sozusagen den Finger in die Wunde legen, aber wenn es der Innenausschuss ist, wäre bei uns der Kollege Greilich zuständig. Also, aber ich rede jetzt trotzdem mal dazu. Insofern gestatten Sie. Die Qualität ist bei uns durchgängig gegeben. Insofern vielen Dank, Herr Kollege Buddenbeck. Meine Damen und Herren, und das jetzt zum ernsten Teil. Und ich glaube, das ist ja, so empfinde ich das jedenfalls bei den meisten Rednern rauszukommen. Der Radikalenerlass ist wahrlich keine Sternstunde der deutschen Demokratie. Und das ist, glaube ich, auch unbestritten. Also habe ich jedenfalls auch Kollegen Heinz, aber auch Kollegin Hoffmann verstanden. Und ich glaube, was Frau Hoffmann auch recht hat, dass natürlich es schon so ist, dass der Rechtsweg denjenigen, die darunter zu leiden hatten, offen stand. Aber natürlich wissen wir auch, dass das eine Stigmatisierung ist, die in keiner Weise akzeptabel ist in den Fällen, wo sie eben dazu geführt hat, dass Berufswege sich an dieser Stelle negativ entwickeln müssen. Wir haben eine Anfrage als FDP-Fraktion zur Verfassungstreue von Beamten durch meinen Kollegen Wolfgang Greilich gemacht vom letzten Jahr, 22. November, wo das Innenministerium in dieser Frage zu Recht ausführt und die Hessische Landesregierung. Ergänzend ist auszuführen, dass seit dem Jahr 1979 in Hessen keine routinemäßigen Abfragen beim Landesamt für Verfassungsschutz bezüglich der Verfassungstreue von Bewerberinnen und Bewerbern erfolgen. Erst wenn sich im Bewerbungsverfahren konkrete Anhaltspunkte für Zweifel an der Verfassungstreue und damit an der Eignung nach § 9 des Beamtenstatusgesetzes ergeben, erfolgt eine Abfrage beim Landesamt für Verfassungsschutz. In diesem Runderlass von 1979 ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aufgeführt. Ich möchte die hier kurz zitieren. Freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine Ordnung, die unter Ausschluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt. Und zu den grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung gehört eben auch die Teilnahme an Bestrebungen, die sich gegen diese Grundsätze richtet. Diese ist unvereinbar mit den Pflichten eines Angehörigen des öffentlichen Dienstes. Verschweigt ein Bewerber die Teilnahme an solchen Bestrebungen, so wird die Ernennung bzw. der Abschluss des Arbeitsvertrages als durch arglistige Täuschung herbeigeführt angesehen. Das zeigt, dass mit 1979 das korrigiert worden ist, was damals falsch gelaufen ist. Ich bin ehrlicherweise, das entlastet auch die FDP nicht, aber froh, dass meine Partei 1973 einen Beschluss zu dieser Frage gefasst hat, in einer sehr schwierigen Auseinandersetzung in der damaligen sozialliberalen Koalition, in dem sie festgestellt hat, ich zitiere, der FDP ist der Beschluss der Bundesregierung und des Bundeskanzlers zu pauschal, da ja schon die nominelle Mitgliedschaft in radikalen Organisationen zum Kriterium der Ablehnung macht. Daher müsste in jedem Einzelfall geprüft werden, ob tatsächliche Anhaltspunkte für einen begründeten Zweifel bestehen, dass der Bewerber die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einsteht. Die FDP hält es daher für notwendig, dass in der Frage des Verhältnisses zwischen der Treuepflicht der Beamten und dem Parteiprivileg des Grundgesetzes eine Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts herbeizuführen ist. Ich glaube, meine Damen und Herren, dass diese Diskussion, die wir parteiintern geführt haben, zeigt, dass das damals jedenfalls ein schwieriger Kontext war, in dem das Ganze diskutiert worden ist. Ich glaube, dass die Einzelfallprüfung schon damals jedenfalls ein Teil der Diskussion war, wie der Beschluss der FDP zeigt. Aber ich will auch sagen, Frau Kollegin Hoffmann, auch ein bisschen im Verständnis für das, was Willy Brandt damals und andere bewegt hat, die andere Seite sozusagen, dass natürlich Deutschland im heißen Herbst und in dem Terror, mit dem sie sich auseinandersetzen musste, an vielen Stellen an die Grenze auch des Rechtsstaats gestoßen ist. Und dass man überlegt hat bei der Frage, was kann man machen,
möglicherweise auch Mittel diskutiert hat, und das war in diesem Fall so, wo man über das Ziel hinausgeschossen ist. Trotzdem, glaube ich, ist es für uns manchmal nicht ganz einfach, aus der heutigen Zeit, aus dem Jahre 2017, zu beurteilen, wie die Diskussion in der Bundesrepublik im Jahre 1969, 70, 71 und 72 war. Es ist sicherlich sehr viel schwieriger gewesen, als wir uns das heute vorstellen können. Dazu kommt zusätzlich, und das ist mir wichtig, dass aber die Geschichte zeigt, und das ist vielleicht auch ein bisschen Ermunterung für uns heute, dass das, was wir erlebt haben, und das, was wir konstituiert haben in unserer Verfassung und den Rechten und den Strukturen, Kollege Heinz hat das, finde ich, sehr gut gesagt, als wehrhafte Demokratie auf konstituiert, dass wir die Situation haben, dass unsere Demokratie wehrhaft ist und dass wir uns auch heute mit denen, die uns teilweise ja verfassungsfeindlich gegenüberstehen, weil sie das, was wir hier haben, eigentlich ändern wollen, abschaffen wollen, dass wir Instrumente haben, dass wir diesen Kampf, diese Diskussion, diesen Diskurs definitiv eingehen können. Ich glaube, diese Demokratie ist wehrhaft genug, um sich auch mit Extremen auf linker und rechter Seite ordentlich auseinanderzusetzen. Und insofern sollte uns in dieser Frage nicht bange sein. Ich habe ehrlicherweise den Antrag der Kolleginnen und Kollegen von CDU und GRÜNEN nicht so negativ gesehen, weil ich schon glaube, und das ist ja auch ein Punkt, da gibt es auch, glaube ich, keinen Dissens, dass wir auch heute sagen müssen, dass dieses Thema definitiv dazu geführt hat, diese Entscheidung, dass Menschen in diesem Land stigmatisiert worden sind und dass wir auch Verantwortung dafür tragen. Und insofern, das lese ich jedenfalls auch aus dem Antrag von CDU und GRÜNEN, ist es, glaube ich, unstreitig, dass wir auch zu dieser Verantwortung als Nachfolger dieser Strukturen, die wir in den 70er Jahren hatten, dass wir auch dazu stehen müssen. Und eine zweite Lehre ist für mich klar, und das wird ja auch, wird der Innenminister, denke ich, auch gleich ausführen, heute so gemacht, dass wir alles dafür tun müssen, um Vorverurteilung auf der einen Seite auszuschließen, aber auf der anderen Seite auch so wehrhaft sein müssen, dass, wenn es Anzeichen gibt, wir auch konsequent gegen verfassungsfeindliche Tendenzen agieren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also, es heißt doch nicht im Umkehrschluss, weil damals nachgewiesenermaßen ein massiver Fehler gemacht worden ist, dass wir heute die Augen vor verfassungsfeindlichen Tendenzen verschließen. Und lassen Sie mich das abschließend sagen. Ich glaube schon, dass wir mit großer Sorgfalt beobachten müssen, wer in diesem Land den Status Beamter oder Beamtin trägt, weil das eine Auszeichnung ist. Diese Menschen vertreten unsere freiheitliche Grundordnung in einem sozusagen gesteigerten Maße. Sie müssen neutral sein. Der Staat ist zur Neutralität verpflichtet. Deshalb spielt politische Einstellung, spielt Religion und andere Fragen in dieser Ausübung und darf keine Rolle spielen. Und deshalb heißt diese Diskussion heute nicht, dass wir zwar einen Fehler gemacht haben, aber wir heute aus der Konsequenz heraus die Augen verschließen dürfen. Diese Demokratie muss wehrhaft bleiben. Und dafür fordere ich uns auch auf, dass wir nicht sozusagen uns jetzt die Augen verschließen lassen aufgrund der von den LINKEN hier angezettelten Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit dem Kabinettsbeschluss vom 1. Februar 1972 hatte die damalige Landesregierung die Grundsätze der Absprache der Ministerpräsidenten der Länder mit dem Bundeskanzler vom 28. Januar 1972 über die Behandlung von Beamten und anderen öffentlichen Bediensteten, die verfassungsfeindlichen Organisationen angehören oder auf andere Weise verfassungsfeindliche Ziele verfolgen, übernommen. Ausführungsbestimmungen dazu wurden damals nicht erlassen. In Hessen wurde diese Vereinbarung von Anfang an so verstanden, dass sie keine Änderung der Rechtslage bedeutete, da die darin enthaltenen Grundsätze sich aus der verfassungsmäßigen Auslegung des Beamtenrechts von selbst ergeben. Die Landesregierung hatte diese Grundsätze in der Überzeugung gebilligt, dass sie keine Änderung ihrer Rechtsauffassung und Verwaltungspraxis in Hessen erfordern, nach der es auf den Einzelfall ankommt. Ich zitiere aus der Beantwortung einer Kleinen Anfrage vom 1. März 1973. Bei der Einstellung wörtliches Zitat. Bei der Einstellung von Bewerbern in den öffentlichen Dienst prüft die Einstellungsbehörde, ob der Bewerber die vom Gesetz geforderte Gewähr dafür bietet, dass er für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintritt. Die Prüfung wird bei Mitgliedern externer, extremer Organisationen mit gesteigerter Sorgfalt vorgenommen.
Die Mitgliedschaft in einer nicht verbotenen Partei für sich alleine genügt nicht, um die Einstellung eines Bewerbers in den öffentlichen Dienst zu verweigern oder gegen einen Beamten disziplinarisch vorzugehen. Die Einstellung eines Bewerbers in das Beamtenverhältnis kann im Hinblick auf seine politische Tätigkeit nur abgelehnt werden, wenn aufgrund bestimmter Aktivitäten tatsächlich begründete Zweifel an seiner Bereitschaft bestehen, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten. Für die Einleitung von Disziplinarverfahren wegen Verletzung dieser Pflicht ist der Nachweis konkreter Verstöße erforderlich. Soweit die Antwort der damaligen Landesregierung aus dem Jahre 1973 unter Ministerpräsident Albert Oswald. Die hessische Verwaltungspraxis hat sich hieran auszurichten. Vollziehende Gewalt und Rechtsprechung waren und sind an Gesetz und Recht gebunden, so wie es Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz verlangt. Sofern in Einzelfällen Entscheidungen von den Betroffenen als rechtswidrig erachtet wurden, war es Aufgabe der Gerichte, darüber zu urteilen. Ich denke, dass die Ausschussberatungen, die ja noch anstehen, noch einmal Gelegenheit geben werden, das ein Stück weit zu vertiefen. In Hessen wurde 1979, Herr Kollege Rentsch, Sie haben das angesprochen, also vor 38 Jahren, der gemeinsame Runterlass betreffend Prüfung der Verfassungstreue von Bewerbern für den öffentlichen Dienst erlassen, der seither in Hessen gilt und nach dem weiterhin verfahren wird. Spätestens seit dem Erlass wird in Hessen nicht mehr eine sogenannte Regelabfrage durchgeführt, denn der freiheitliche Rechtsstaat geht grundsätzlich von der Verfassungstreue seiner Bürgerinnen und Bürger aus. Wir debattieren hier also über etwas, was es in Hessen nicht mehr gibt. Der gemeinsame Runterlass konkretisiert die für Beschäftigte im öffentlichen Dienst bestehende verfassungstreue Pflicht und stellt im Einzelnen das Verfahren zur Feststellung der Verfassungstreue von Bewerbern dar. Eine Anfrage beim Verfassungsschutz erfolgt danach nicht routinemäßig, sondern nur, wenn sich im Bewerbungsverfahren konkrete Anhaltspunkte für Zweifel an der Verfassungstreue eines Bewerbers ergeben. Die Bewerber werden über die Pflicht zur Verfassungstreue und die Folgen des Verschweigens von gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichteten Bestrebungen vor der Einstellung in den öffentlichen Dienst belehrt. Meine Damen und Herren, ich denke, dass diese Verfahrensweise, Herr Kollege Rentsch hat das gerade eben mit der Kollege Heinz mit wehrhafter Demokratie beschrieben, das ist das, was wir von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Landes verlangen können, dass sie sich für unsere Verfassung am Ende einsetzen und dass wir das gegebenenfalls, wenn es Zweifel gibt, auch überprüfen, meine Damen und Herren. Und das ist dann auch die Brücke zu dem, was uns heute belastet. Unser gegenwärtiges Problem ist nicht vermeintliches Unrecht von vor über 40 Jahren aufzuklären, das wie in einem Rechtsstaat üblich längst durch Gerichte geklärt ist, sondern uns den Herausforderungen der Gegenwart und auch der Zukunft zu stellen. Angesichts der fortbestehenden Gefahren durch den Links- und Rechtsextremismus sowie aufgrund islamistischer Bedrohungen muss weiterhin bei begründetem Anlass die verfassungsrechtlich verankerte Treuepflicht im Einzelfall überprüft werden. Das dient dem Schutz unseres demokratischen Staates, der Wahrung des Grundgesetzes und der Verfassung des Landes Hessen. Deshalb werden auch in Zukunft, wenn sich in Bewerbungsverfahren konkrete Anhaltspunkte für Zweifel an der Verfassungstreue und damit an der Eignung für den öffentlichen Dienst ergeben, Abfragen beim Landesamt für Verfassungsschutz erfolgen. Für Personen, meine Damen und Herren, in sicherheitsempfindlichen Tätigkeitsbereichen gilt ohnehin das Sicherheitsüberprüfungsgesetz, das entsprechend angewendet wird. Dies bedarf zwar der Einwilligung der betroffenen Personen, soweit gesetzlich nicht anders bestimmt, aber es ist erforderlich, dass wir insbesondere in den sicherheitsrelevanten Bereichen entsprechende Überprüfungen vorsehen. Eine erweiterte Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen wird für Personen durchgeführt, z. B. die beim Landesamt für Verfassungsschutz selbst arbeiten, also im Kern sozusagen des Verfassungsschutzes. Zudem wird, und das will ich auch deutlich sagen, die hessische Polizei zukünftig die Zuverlässigkeitsüberprüfung auf die Abfrage im nachrichtendienstlichen Informationssystem Wissensnetz erweitern. Ich halte diese Überprüfungen aufgrund der gegenwärtigen Sicherheitslage und den unzweifelhaft vorhandenen Bedrohungen für unabdingbar
um die Wehrhaftigkeit des Staates gewährleisten zu können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist zweifellos Unrecht, einigen Menschen in diesem Lande auch durch den sogenannten radikalen Erlass geschehen. Insofern ist es konsequent und richtig, dass wir für das geschehene Unrecht und die Benachteiligung unser Bedauern zum Ausdruck bringen. Das will ich für die Landesregierung ebenfalls tun. Angesichts der Herausforderungen, die sich im Moment stellen, müssen wir allerdings tatsächlich aufpassen, dass wir wehrhaft bleiben insgesamt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Debatte zu Tagesordnungspunkt 26 und 55 beendet. Und die beiden Anträge werden federführend in den Innenausschuss, beratend in den Rechtsausschuss überwiesen. Kollege Schaus, das ist das, was mir hier vorliegt im Moment. Okay. Gut, dann müssen wir das entscheiden. Zunächst Kollege Schaus zur Geschäftsordnung. Frau Präsidentin, ich will darauf hinweisen, dass wir über den Antrag, es handelt sich ja schließlich um den Setzpunkt der Linken, Herr Bellino, dass wir darüber, wie der zuzuordnen ist, sehr ausführlich im Ältestenrat beraten haben. Und im Ältestenrat war nur die Frage, ob der dem RTA oder dem Hauptausschuss zugewiesen wird. Der Innenausschuss war nie Debatte. Es geht hier auch nicht um eine innenpolitische Debatte, sondern es geht um eine rechtspolitische Debatte. Deshalb beantrage ich, so wie der Ältestenrat es einstimmig beschlossen hat, entweder beide Anträge dem RTA zuzuweisen oder gegebenenfalls, wenn, da können wir uns darauf verständigen, auch hilfsweise beratend an den Innenausschuss. Aber das ist das, worauf wir uns verständigt haben und wo wir als Antragsteller auch Wert legen. Und es kann nicht sein, dass durch einen nachgeschobenen Änderungsantrag seitens der Koalitionsfraktion sozusagen die Intention des Hauptantrages umgedreht wird und zu einer innenpolitischen Debatte gemacht wird. Genau der Punkt. Ist wieder aus. Zur Geschäftsordnung zunächst Kollege Rudolph, danach Kollege Bellino. Frau Präsidentin, ich wollte auch nur darauf hinweisen, dass wir im Ältestenrat festgelegt haben, dass für den Antrag der Linken der Rechtsausschuss zuständig ist und dorthin überwiesen soll. Wenn noch Verabredungen und Absprachen etwas gelten, dann bitten wir, das auch so einzuhalten. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Schon interessant, über was sich die Linken echauffieren und aufregen kann. Es hat niemand aus dem parlamentarischen Bereich hier eine Vorlage. Sagen Sie mal, können Sie mal Mund halten, wenn ich rede? Geht das? Bitte zum Geschäftsordnungsantrag, und ich bitte, dass das Parlament zuhört. In Frage gestellt, was mit dem Antrag der Linken passiert. Das ist mir auch wurscht, wir werden ihn ablehnen. Ich habe vorhin zum Protokoll gegeben und dem Präsidium mitgeteilt, dass der von uns eingereichte Antrag federführend in den Innenausschuss kommt und mitberatend in den Rechtsausschuss. Und ich denke, das ist das Recht der antragstellenden Fraktionen, zu entscheiden, wo der eigene Antrag hinkommt. Also, nichts anderes war hier Grundlage. Wenn Sie sich dann hier darüber aufregen, verstehe ich Ihre Aufregung nicht. Kollege Schaus, die Information, die mir hier vorlag, war, dass beide Anträge federführend in den Innenausschuss kommen. Aber ich denke, dann können wir so verfahren, wenn es Einverständnis gibt, dass der Antrag der LINKEN 44/09/19 federführend in den Rechtsausschuss geht, mitberatend in den Innenausschuss.
nur in den Rechtsausschuss und der Antrag von CDU und Bündnis 90 die Grünen 54/54 aus 19 geht federführend in den Innenausschuss und mitberatend in den Rechtsausschuss. Haben wir das damit geklärt? Gut, dann ist das so.